Alter, wieso treffe ich denn das Klopapier manchmal nicht? Das Rumwerfende. So. Jetzt sind Zyklopen, bitte. Ja, spring nicht! Du hast ja nur eine Sprungtaste! Spring nicht! Boah, warum springt er nicht? Taste funktioniert aber, ne? Mal testen. Sprung, Sprung, Sprung. Springt einfach manchmal nicht. Einfach mal weil. Ja, springen wieder auf seinen Kopf, finde ich toll. Bin ich voll ein Fan von. Nicht. Nee, im Ernst, bin ich kein Fan von. Ja, kehr einfach wieder sofort um, finde ich super. Muss ich hier wieder mit Konzentration daherkommen. Ja, und die bringt auch gerade nix. Oh, okay. Neuer Versuch, neues Glück. Oh. Da hatte ich jetzt auch schon fast Glück. Weißt du was? Ich speichere hier. Ist mir jetzt auch Latte. Ja. Pff. Ist schon mies, drei Bosse hier zu haben. Ja, dann freu dich mal auf den Endboss, Mammut. Ja, ich weiß. Ich kenne den Endboss. Ja, kannst du mal bitte aufhören, die ganze Zeit so furchtbar scheiße zu sein? Also ich rede jetzt mit mir selber. Da bekomme ich die meisten Antworten. Das beste Feedback. Jetzt habe ich ihn nur einmal getroffen. Also vollkommen willkürliches Bewegungsmuster hier. Ich bin froh, dass er nicht springen kann. Ja, spring wieder nicht! Es ist doch nicht wahr! Also manchmal, ne, denkst du einfach nur so, WTU-Treff. So, und da der Dämon. Das war knapp. Nein, nein, nein! Mal gut, dass ich gespeichert habe. Sonst kommen wir ja nie durch, wenn das hier so weitergeht, ganz ehrlich. Man muss es ja auch mal realistisch sehen und so, ne? Nein, so nicht. Okay. Muss noch gucken, wie ich dem Zeug hier am besten ausweichen kann. Oh oh. Nicht gut. So. Oh, da ist er down. Endlich.
An sich sieht das Movement-Pattern nicht wirklich schlimm aus. Das ist auch nicht. Aber halt, wenn du dann halt schon zwei Bosse davor gemacht hast und jeder von denen ist ein bisschen zufallsbedingt. Ich hasse sowas, ehrlich. So, noch drei Levelabschnitte. Und wir sind bei Dracula. Hier gibt es auch wieder einen kleinen Funfact zu erzählen. Die Hintergrundmusik hier von Kemper vielleicht, die hat man im ersten Castlevania im ersten Level gesehen oder gehört, besser gesagt. Und Fun Fact dazu, es gibt halt zu nahezu jedem dieser alten Spiele immer ein Soundtest dazu, den man halt über irgendeine bestimmte Tastenkombination halt freischalten kann. Und statt dass da halt steht als Soundtitel Vampire Killer, steht dann da Déjà-vu. Ja, weil halt exakt derselbe Soundtrack ist und so was. Ich finde das nett. Ist halt wie gesagt ein kleiner Funfact am Rande. So. Haben wir irgendwas? Nö. Brauchen wir auch nicht. Zumindest noch nicht so zwingend. Ah. Ich gehe hier tatsächlich mal die Nummer sicher ein, obwohl... Nee, gehe ich nicht. Hätte ich mal. Nein, ach, duck dich doch einfach! Mensch, scheiß Simon hier manchmal, ey, ehrlich. Manchmal denkst du nur so wie ETF. Ah. Hey, cool. Level up. Und peitschen ab, je nachdem. Ja, lass dich von der Fledermaus hauen. Finde ich super. Ja, gleich erstmal wieder, ne? Mittagessen für die Fledermaus. So was kann ich ja leiden. Natürlich wird es von Level zu Level nicht einfacher. Warum denn auch? Wäre zu einfach. Nein, das solltest du nicht. Du solltest nicht die Treppe wieder runter. So, meine Güte. War das jetzt so schwer? Eigentlich nicht. Oh nein, Spinnen, Spinnen! Glaub ich spinne. Im wahrsten Sinne. Oh nein, 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 nein. Hier sind wieder Plattformen, wo man wieder ganz toll runterfallen kann. Hm. Weg, weg, weg. So. Die Herzen brauche ich. Weil der Endboss hier wird natürlich wieder mistig. Auf einem neuen Level. Also wirklich. Oh naja, in der Übung steckt der Meister und sowas, ne? Weg, schon mal schön. So. Dann können wir hier tatsächlich mal speichern. Kommen wir vielleicht auch mal voran und durch. Ja, so nicht. Ich hätte es gerne mit ohne Schaden. Danke. Alter, mit ohne Schaden habe ich eigentlich gesagt. Aber was soll's. Warum kann das nicht immer so laufen? Purer Stress, so ein bisschen auf einem anderen Level.
Schleime. Ich mag kein Schleime. Ist nicht so schleimig. Alter, hier ist Schleime. Man trifft's auch so gar nicht gerade. Wow. Wow. Also einfach nur wow. Und beißt Schleim. Nehm ernst. So. Jetzt hat man sie mal getroffen. Wow. Nein, ich renn voll rein. Ist hier irgendwas? Nein. Ich hätte aber gerne mal was zu essen. So. Komme ich hier eigentlich irgendwo lang? Nein. Er hätte mich auch gewundert. Dass man woanders lang gehen könnte. Also wirklich. So. Nochmal. Wie mache ich das am intelligentesten? Ich weiß es nicht. Nein! So schon mal gar nicht. Eigentlich. Oh, komm. Hey, da hat ja jemand gespeichert. Das Spiel nervt mich nicht, auf gar keinen Fall. Nur halt für ein Let's Play, weißt du, wenn du halt immer und immer wieder halt so dieselbe Passage hast. Ihr habt als Zuschauer wenig Spaß daran. Ihr wollt ja auch irgendwie mal sehen, wie es weitergeht, so ein bisschen. Sehen, wie ich weiter verzweifle woanders. Ihr habt genug gesehen, wie ich an einer Stelle verzweifle und sowas, weißt du. Da denke ich mir halt immer so ein bisschen. Es gibt die Zuschauer natürlich dazwischen, die halt sich so sagen, ja, wir gucken uns das gerne an, wie du am laufenden Band einfach nur krepierst. Ne, aber das sind ja nun auch eher die wenigen, die einigen wenigen. Und die gucken mir schon am laufenden Band in Dark Souls immer zu. Alter, jetzt ist gut. Wie verhalten die gerade aus? Es ist nicht wahr. So. Und die Axt will ich halt mir tatsächlich ein bisschen aufheben. Deswegen nutze ich die gerade so wenig. Nicht, dass man sich da eventuell wundert oder so was. Oh, ich dachte, die backt sich auch wieder raus. Die backt sich gleich ein Eis, das tut sie. Aber niemals eine Axt und eine Kiste. Sie wollte ja nicht rüberspringen. Ja, geht doch so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Alter, der wirft ja tatsächlich so, dass er halt mich dann noch trifft. Es ist doch ein Traum. Also kommt wirklich genau so ran, dass er mich halt so auf dem letzten Block halt sozusagen dann noch trifft. Nicht mehr, nicht weniger. Und dass er halt weit weg von mir ist. Oh. Schlimme ist, wir brauchen eigentlich das ganze Leben für den nächsten Boss. Also wirklich das ganze Leben. Ich hasse diese Axtrüstung hier. Weil wie gesagt, in anderen Castlevania, entweder du springst halt, wenn er tief wirft, oder halt du duckst dich, wenn er hochwirft. Hier hast du, wenn er hochwirft, entweder du machst es kaputt oder hast Arschkarte. Wobei, man kann auch darüber springen, aber ich nicht. Von dem gar nicht erst wieder treffen lassen. Ich mach mal folgendes. Ich mach mal das hier. Ich habe gespeichert. Sehr schön, Schleim weg. Oh.
Sehr schön.